Es ist 10 nach 5, der Hahn schreit. Aber diese Ohrdinger, die neuen, die sind zwar relativ klein, aber die sind perfekt. Und da steht auch drauf, Small Rebound. Das heißt, die bleiben echt klein. Man hat genug Zeit, die in den Ohren zu fummeln und die sind okay. Boah, ey. Dieser Hahn. Ich brauche diese weißen Kidneybohnen. Ich gehe sie mal besorgen sollen in der Pause. Aber so lang war die Pause ja nicht. Boah. Das wird ein langer Tag. Und ich habe nur Bock. Auf geht's. 20 nach 6. Langsam wird's hell. Die Sonne geht offiziell auf um 6.42 Uhr. Also da auch mal früher. Und ich habe keinen Stau. Ich meine, kein Wunder. Sonntagmorgen. Also ich habe echt nicht, warum es keinen anderen nervt mit dem Hahn. Der schreit sich da die Seele aus dem Leib. Nonstop. Ja, 6 Flüge oder 7 sogar stehen auf dem Programm. Also erstmal bis zur Mittagspause 4 und dann mindestens 2. Und der neue kommt für 2 Flüge rein. Oder 3. Ja, ich habe den gestern nicht mehr bewertet. Der Coach meinte auch, wenn du keinen Bock hast, dann lass es. Und hatte ich keinen Bock. Wetter soll okay werden. Kann natürlich immer wieder mal ein Gewitter aufziehen, genau wie gestern. Plötzlich war da eine riesenkrasse Gewitterwolke inmitten von der Insel. Aber grundsätzlich soll heute nochmal schöne Trade Winds sein. Morgen soll dann der Wechsel kommen, also von Ost- nach Westwind. Das heißt, soll auch nochmal okay werden. Und dann ab Dienstag, wenn ich frei habe, dann wechselt es zu Kona-Wind. Aber das ist ja für mich dann völlig Latte. Yo, auf geht's. Null Bock, mal wieder. Also wenn man nicht genug Schlaf bekommt, dann hat man ja auch auf nichts Bock. Aus dem Alter ich irgendwie 5-mal so schnell wie vorher, als ich noch Schlaf bekommen habe, vor dem Hahn sozusagen. Und von daher, ey, muss ich da was machen, Mann. Das sage ich immer wieder. Wenigstens mal den Reis ausstreuen, den ich schon habe. Mache ich heute Nacht. Eventuell. So, ich bin pünktlich da und 20 vor 7. Passagiere schon da. Über eine Stunde zu früh. Also nicht zu früh, aber eine Stunde und 10 Minuten vorm Flug. Älteres Ehepaar. Naja, ist mir egal. Auf geht's. Recht frisch, super müde. Hey, ich habe erst 4 Flüge hinter mir von 7. Ne? Mein Rücken bringt mich um, ich bin super müde, es ist extrem warm. Und meine Lunchpause 5 Minuten. Ey. Der Job, der killt mich, Mann. Kein Trinkgeld bisher. Fantastisch. Boah, 6 Flüge hinter mir, einer kommt noch, ich kann es nicht glauben. Bin ich im Sack, Mann. Ich habe gerade mein erstes Trinkgeld bekommen. Juhu! Von irgendwelchen ehemaligen Deutschen. Das sind natürlich keine Deutschen mehr. Familie Schlamm. Oder Schalm. I don't know. Keine Ahnung, hab schon vergessen, ist egal. So, ich hoffe, es gibt wenigstens ein paar Briefumschläge, denn da gab es überhaupt gar keine. So, auf geht's, letzter Flug. Ein Glück eine BSO und kein langer Flug. Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 4:30 oder so. Oh, endlich Feierabend. Es gab nochmal kleine Trinkgelder von denen, aber ich habe da auch wirklich lange diese Wale gejagt und das hat sich auch wirklich gelohnt. Die sind aus dem Wasser gesprungen, das glaubst du nicht, Mann. Ey, morgen, ey, kann ich nicht um 8 Uhr hier sein. Das ist ein Flug mit 2 Leuten, ja, und da soll ich hier sein für um 6:30. Ey, ne. Und der nächste Flug ist dann 2 Stunden später und dann der letzte Flug wieder um 4:30. Ey, Alter, ich habe 20 Stunden mehr als der Markus. Und 15 Stunden mehr als der Koji. Und ich soll hier immer noch, ey, das können die nie nachholen in den 3 Tagen, wo die hier sind.
und ich nicht. Wer soll mal antanzen, der Markus, Mann? Naja, auf geht's nach Hause. Das einzig Gute ist jetzt, ich habe jede Menge Prüfungsschläge. 8 Stück oder so. Aber ich weiß natürlich nicht, ob da was drin ist. Ich habe $90 in der Tasche. Und es geht nach Hause ohne Stau. Das ist das Gute. Das Schlechte ist, es sieht so aus, als würde ich morgen mit 2 Passagieren fliegen müssen. Und zwar um 8. Obwohl ich da null Bock drauf habe und allen gesagt habe, ey, mach ich nicht mal. Danach habe ich nämlich eine Stunde Pause und dann darf ich um 10 Uhr wieder ran und dann den ganzen Tag oder was, ey. Und der Koji, der ist 15 Stunden hinten und verdünnisiert sich einfach aufs Big Island und lässt mich hier den ganzen Mist machen. Ey, ich check den nicht aus, den neuen. Ich mache da gar nichts an Bewertungen. Das fehlt ja noch. So, ab nach Hause. Dann gibt es einen schönen Smoothie und dann muss ich schon wieder ins Bett. Oh Mann, ey, mein Rücken bringt mich um schon wieder. Das ist immer, wenn ich zu lange arbeite. Beziehungsweise so, ey. Ich weiß nicht, wie ich da im Helikopter sitze, das ist immer passiert. Aber der Rücken ist schon wieder total im Sack. Es war gerade besser. Kurz nach 6 zu Hause. Es regnet. Die eine Tomate sieht aus, als wäre sie super trocken. Da ist schon wieder die Blätter hängen. Was ist das denn? Obwohl die so ein riesen Topf ist. Naja, die hat genug, aber da sind richtig überall fette Tomaten drin, Mann. Nice. Ready. Langsam wird was hier. Und die hier? Ich weiß nicht, wann die reif sind. Ja, die Sonnenblumen werden auf jeden Fall angefressen von irgendwas. Und die Avocado, die sieht schon wieder übel aus. Und was geht da dran? Bäulchen, sagt man. So, jetzt muss ich eigentlich irgendwas essen. Ich glaube, ich mache mir wieder nur einen Smoothie. Oh, nee. Ich hoffe wirklich, der Flug morgen wird gecancelt, aber ich befürchte nicht. So, jetzt gibt es erstmal einen Smoothie. Bananen, Erdbeeren, Kefir, Milch, größtenteils Zucker, Honig. Ich dachte ja, ne, diese 1,5 Kilo, 2 Kilo, keine Ahnung, wie viel, dieser riesige Bott Honig, mit dem würde ich Jahre hinkommen. Schon halb leer. Wie geht das denn? Oh, mein Rücken, Mann. So, jetzt warte ich auf den Schedule. Ey, raff ich nicht, Mann. Haben die den Flug nicht gecancelt? Für 2 Leute stehe ich morgen früh um 5 Uhr auf. Ja, muss super früh los wegen Stau Montagmorgen. Und dann habe ich eine Pause danach direkt. Und den letzten Flug um 3:30. Ey. Muss mir mal einer erklären, wie, warum? Weißt du, das ist ein Minusgeschäft. Nicht nur, dass der Flug ein Minusgeschäft ist. Die Leute, Maintenance, Groundpersonal, alle kommen 3 Stunden früher rein und müssen dafür bezahlt werden. Der Fueler, alle. Ey, raff ich nicht, wie diese bekloppten Leute, die das schedulen ja im Hotel, das rechtfertigen. Riecht mich voll auf, Mann.